Seite, holla die Waldfee. Wo bin ich hier? Tropfen wie der Tod, ich richte meinen Blick gen Himmel und der Regen färbt sich rot. Nun gegen die Gefahr, lass keine Zweifel zu. Ich weiß, der Kampf ist nah, egal was ich auch tu. Treib die Dämonen aus, ich leg die Ängste ab. Schrei endlich alles raus, was mich verdorben hat. Bedeutet, nur einer kann gewinnen, alle anderen müssen sterben. Was zum Fick, Alter? Das ist doch gerade eine Verarsche, oder? Oder haben die mich doch verschleppt? Ich wusste, ich hätte bei der letzten News-Folge nicht so gegen die Geheimdienste ragen sollen. Cute? Cute? Alter, Gott sei Dank, bist du hier, Mann? Was? Titanen! Alles voller Titanen! Was heißt hier alles voll? Es sind doch erst ein paar Bände Attack on Titan raus. So voll kann dein Stapel der Schande also gar nicht sein. Sag mir lieber, wo wir hier sind, John. Ich hab keinen Plan, Mann. Mhm. Ich kann mich irgendwie nur noch an den Shinigami erinnern und dann mache ich auf und bam, alles voller Titanen. Warte kurz, John. Du hast einen Shinigami gesehen? Ja! Und echte Titanen? Ja! Willst du mir erzählen, wir sind hier in einer super coolen, abgefahrenen Manga-Comic-Welt gefangen, oder was? Genau wie bei Betrum. Gibt's hier dann wenigstens auch Hentai-Bitches? Ich will Hentai-Bitches! Reiß dich zusammen, John! Gibt's dich auch in cool? Lass uns erstmal gucken, ob wir noch irgendwo wen finden. Transition! Hilfe, ich bin umgeknickt. Wieso rettet mich nur niemand? Das ist Good Mirror! Cuddy, Dr. Fly, da ist zur Hilfe! Hallöchen, Popöchen! Guten Morgen, Nichtswissende. Dies ist offensichtlich ein Hinterhalt, was man am sarkastischen Hallöchen, Popöchen meines Kollegen Grunz erkennen könnte, wenn man denn nur wollte. Ein Hinterhalt? Hä? Dachtet ihr echt, ich wäre so ein weinerliches Waschweib, das vom Umknicken anfängt zu heulen? Hä? Dachtet ihr das? Hä? Dachtet ihr das? Jetzt geht euch an den Kragen! Bratwurst, meine wunderschöne Fresse! Das wäre ja beinahe ziemlich in die Hose gegangen. Genau im richtigen Moment, Ali. Was war da gerade los? Ich habe ja schon gehört, dass Good Mirror sich aus der YouTube-Welt zurückgezogen hat und jetzt ein Einsiedlerleben im Land der Öffentlich-Rechtlichen führt, aber dass sie jetzt so abgedreht ist. Bestimmt eine Gehirnwäsche vom deutschen Geheimdienst, aber... Gronkh? Ich meine, was? Und auch der Doktor. Mensch, das ist doch hoch ein Berliner. Wie kann der nur einen anderen Berliner attackieren? Und was soll das überhaupt mit deinen affigen Bratwurst-Chakus da, Ali? Affig? Wenn ich mich recht erinnere, haben die gerade euer Leben gerettet. Ich will auch eine fette Waffe, einen Katana, Wurfsterne oder einen Streck-Dich-Stab. Wo hast du deine Wurstwaffe überhaupt her? Und wieso wollten die drei uns überhaupt umklatschen, Ali? Scheint, als wär's mal wieder Zeit für... Ali Dance! Die Bratwurst, Chakus. Hast du bestimmt einem Titan abgenommen? Ich hab einen gesehen. Nein, die hat mir entsprechend das Schwein in einem rosa Tütü aus seinem Bauch Speck gefertigt und dann mit heiligem Weihwasser gesegnet, Chan. Echt jetzt? Nein, du Trottel, wir sind hier nicht in einer deiner abgefahrenen Manga-Welten. Ich bin kein Trottel. Ich habe die Bratwurstwaffe gefunden. Direkt am Strand ist nämlich eine Art Metallbunker. Da war sie in einer Kiste mit meinem Namen drauf. Als ich gerade dabei war, alles zu inspizieren, gab sie erstmal so eine komische Durchsage. So ein Typ meinte via Lautsprecher, ihr wurdet auch
auserwählt, die ersten Clasher aller Zeiten zu sein. Das bedeutet, ihr müsst in zwei Gruppen zu je 5 Leuten gegeneinander antreten. Clash A, Iblali, LeFloid, Chan, Mrs. Vlog und Tuddle. Clash B, Cold Mirror, Gronk, Dr. Allwissend. German Let's Play. Alter, das ist schon wieder so abgefuckt. Eine weitere Runde Survival Games. GRP versus Tuddle und so. Die Frage ist nur, Manu, wo ist jetzt das Problem, Alter? Schätzt du es nicht, Mann? Wir sind nicht im selben Team. Wir müssen uns hier echt umbringen. Nein, Manu. Aber dafür bekommst du jetzt ein richtig reales Date mit Kelly, a.k.a. Mrs. Vlog. Das ist natürlich auch was richtig Nices, oder, Manu? Also, wo wollen wir hin? Wollen wir ins Kino gehen oder in eine Bar? Wir sind hier im verschissenen Nirgendwo. Hier gibt's nichts von beiden, du dumme Kuh. Na, Manu, so redet man aber nicht mit einer. Hallo? Oh. Ich kann ganz gut für mich alleine reden. Okay. Was zu tun ist, liegt doch glasklar auf der Hand. Ach echt? Ja, wer so eine ranzige Maske trägt, ist böse. Was? Und wer dauernd so hexerisch rumkreischen muss, ist sowieso verdächtig. Hast du etwa noch nie einen Disney-Film gesehen? Wobei Once Upon a Time mich ja eigentlich gelehrt hat, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt und wo es auch gut sein kann, aber... Aber das wird mir jetzt zu kompliziert hier. Gut, gut, böse. Komm, Tuddle, wir suchen den Rest vom Clash, ey. Oder wie auch immer die böse Stimme aus dem Off unser Team genannt hat. Okay, voll die Quest. Erst Gruppe finden und dann ins nächste Level vorstoßen. Nächstes Level vorstoßen? Ja. Du perverses Dreckschwein! Was? Nein, oh Mann, Kelly, so doch nicht. Nächstes Level? Hä? Verstehe ich nicht. Oh, doch. Jetzt, glaube ich. Komm jetzt, Tuddle. Okay. Mach's gut, Manu. Aber tschüss. Aber du hast gesagt, mein Arm ist schön. Wie kannst du jetzt gehen? War das alles nur gelogen? Tadeus! Ja, Leute, hier sind wir endlich beim langersehnten Tube Clash. Eure 10 Lieblings-YouTuber im Kampf um Leben und Tod. Was die allerdings nicht wissen, ihr zu Hause, also genau du da, du entscheidest am Schluss des Videos, wie es mit allen in der nächsten Folge weitergeht. Alles liegt in deiner Hand und im Gegensatz zu RTL meinen wir das wirklich ernst. Aber erstmal schauen, wie es unten weitergeht. Tschua! Na, was ist denn los, Manu? Köpfchen hoch, der Papa ist doch für dich da. Aber er hat mich einfach zurückgelassen. Ich will ihn zerficken. Hui, mein Jungspund, wasch dir schnell den Mund mit Seife aus. Aber komm her, keine Sorge, du bekommst eine Chance auf Rache. Guck dich doch um, wir zwei sind Taktiker durch unsere Gamer-Erfahrung. Dann haben wir den Dr. Allwissend, der ist einfach, allwissend, was will man mehr? Ein bisschen Allwissenheit ist doch auch was Gutes. Und Cuddy, aka Cold Mirror. Hallo, Herr Stein. Sie sind aber ein ganz harter. Oh, und Sie ein ganz langer. Hart und lang. Cuddy ist sehr kreativ. Noch ein Stein und sie hat ein Schwert gecraftet. Wir sind das perfekte Team. Also ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was uns 4 runterziehen kann. Shalom Aleikum, ihr Hurensöhne. Der unangefochtene Clash King des Universums ist eingetroffen. Ihr Luschen seid also mein Team? Verflixt, da hat uns das Schicksal aber auch wieder einen Streich gespielt. Na, ihr Nudeln, alles fit bei euch? Hey, Tuddle, Kelly, cool, dass ihr auch dabei seid. Hallo, Freunde. Konnichita-Wurst. Irgendwie so, hallo. Hallo, Freunde. Huch, ich dachte, wir sind nur zu fünft. Aber der liebe Herr Tutorial ist ja auch dabei. Und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt die Geschichte auf 2 Arten beeinflussen. Zum einen entscheidet ihr, wie die Story weiterverlaufen soll. Drückt jetzt Pause und schreibt in die Kommentare, was ihr für die nächste Folge wollt. Entkommen unsere Freunde Sammy Titani, Herr Titani, nein, dem Titan so? Sollen Kelly und Tuddle echt auf ein Date gehen? Oder doch lieber Mr. Allwissend an einer Karte der Insel rumdoktern, um mit Gronk und dem Rest das Team zu beschützen? Wird Julian sich integrieren oder gibt er generell keinen F*** und zieht sein Ding durch? Eure Kreativität ist gefragt. Ab mit euren Vorschlägen in die Kommentare.
Kommentare. Daraus basteln wir nämlich das Skript für die nächste Folge zusammen. Kommen wir zur zweiten Art der Mitbestimmung. Klickt euch durch alle Teilnehmer, gebt denjenigen, die ihr nicht mehr sehen wollt, einen Daumen nach unten und euren Favoriten einen Daumen nach oben. Der mit dem schlechtesten Ergebnis aus Clash A tritt gegen den schlechtesten aus Clash B an. Und dann wird in einem epischen Kampf um Leben und Tod geclashed. Den Gewinner wird das Schicksal wählen. Voten könnt ihr mal bis Sonntag um 14 Uhr. Die nächste Folge kommt am Freitag um 17.30 Uhr. Und nicht vergessen, ihr schreibt die Geschichte, also fleißig mit Vorschlägen kommentieren und voten. Bis nächste Woche bei Tube Clash!